Müssen wir mal gucken, aber primär gilt für mich jetzt erstmal, ich möchte gucken, dass ich euch das dünne Eis auf jeden Fall noch zeigen kann. Andi schreibt, wie sauber die Hände sind und gepflegt die Nägel sind. Ja, das ist halt, wir sind halt Chirurg, ne? Wir sind Chirurg. Wir tragen immer Handschuhe bei der Arbeit. Deswegen tun wir uns auch so schwer damit, aus einem gefrorenen Kadaver Fleisch rauszuholen. So, jetzt sind wir gleich an der Küstenstraße schon angekommen. Wir haben noch 6 Stunden Tageslicht, das reicht sogar noch. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man kann das schon aus relativ weiter Entfernung sehen. Letztens habe ich auch irgendwo gelesen, dass ein Kind gestorben wegen Mangelernährung, weil die Eltern Veganer waren, schreibt der Wolf. Ja, das habe ich auch gelesen. Bei Kindern ist das wirklich, also die Eltern, das Kind ist nicht nur wegen Mangelernährung gestorben, sondern weil die Eltern halt auch einfach nicht auf die Symptome eingegangen sind. Ne? Die haben einfach viel zu lange gewartet, um sich schulmedizinisch Hilfe zu suchen. Bei Kindern ist es halt echt schlimm. Da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen. Ne? Also ich tue jetzt so, als ob ich der totale Veganer-Experte bin. Das bin ich natürlich nicht, aber ich bin da sehr nah dran, weil meine Frau ja Vegetarierin ist und in die vegane Richtung tendiert. Und wir daher ernährungstechnisch schon relativ nah dran sind und auch gut informiert sind. Man muss sich damit echt auseinandersetzen. Ne? Also so von heute auf morgen zu sagen, so ich werde jetzt Veganer und esse nur noch Bäume. Ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, ne? Aber das so funktioniert es halt nicht. Man muss sich damit schon auseinandersetzen. Und meine Frau und ich, wir machen zum Beispiel einen veganen Tag in der Woche. Das ist für einen Veganer, der wird jetzt sagen, so einen Tag nur, was ist mit den anderen 6 Tagen? Aber ich sage, lieber einen Tag als keinen Tag. Man muss ja auch mal irgendwie anfangen. Also nichts tun ist halt immer doof. Ne? Also es heißt auch nicht umsonst in der Industrie, Stillstand ist Rückschritt. Und so ist das mit allem. Ne? Also wenn man gar nichts tut, dann passiert auch nichts. Wenn man aber ein bisschen was tut, dann passiert zumindest ein bisschen was. Man muss ja nicht immer den 100% Wandel von heute auf morgen machen. Man kann ja auch mal klein anfangen. Can't feel my feet. Okay, der Andi schreibt gerade, die Spielstände sollen. Was? Wo? Ach, Typ, geh mir nicht auf den Sack. Ich hab ne Flair. Okay, wir haben keinen Köder im Inventar. Oh, der kommt doch zu uns. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, wegzulaufen oder stehen zu bleiben. Ich laufe jetzt gerade einfach mal. Die Flair ist gleich alle. Dann hätten wir unter Umständen ein Problem, aber es geht ja auch erstmal nur darum, bis zum dünnen Eis zu kommen. Flair kann ich wegschmeißen. Frutaria, ja, noch so eine spezielle Spezies. Also, ne, das ist alles in Ordnung. Das ist auch echt nichts. Ich bin weit davon entfernt, irgendwem vorzuschreiben, wie er zu leben hat. Ne? Und das ist auch so ziemlich die einzige Erwartungshaltung, die ich an andere Menschen habe. Das kann mir gerne jemand seine Meinung sagen und ich lasse mich auch gerne von irgendwas überzeugen, wenn ich der Meinung bin, dass das für mich gerade das Richtige ist. Aber letztendlich lasse ich mir nie vorschreiben, wie ich denn jetzt für mich lebe. Ne? Lavora schreibt, viel Spaß noch euch allen. Ich bin dann mal beim Wintermancer Hardcore Kerbal schauen. Ach, Kerbal Space Program. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Viel Spaß. Schönen Abend noch und schönes Wochenende, Lavora.
So, jetzt ist es leider nebelig, von daher wird das jetzt relativ unspektakulär sein. Aber man kann es auf jeden Fall auch im Nebel erkennen. So, wir gehen jetzt nochmal da vorne in die Eisdiele, hätte ich fast gesagt. In die Anglerhütte. Also wenn das mit den Testbildspielständen so sein sollte, dann ist das halt so. Finde ich nicht schlimm. Ach, guck mal, man kann es jetzt hier schon erkennen. Wir haben jetzt in der Tat eine Küste. Es gibt jetzt eine Küste. Und hier fängt das dünne Eis quasi an. Finde ich total schick. Als ich das gesehen habe, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Aber das sieht natürlich bei Nichtnebel sieht das nochmal deutlich besser aus. Deswegen gehe ich mal gerade in die Hütte und werde mal ein Feuer machen. Dass es ein bisschen warm wird und wir vielleicht ein bisschen Zustand regenerieren können. So. Ein paar Minütchen haben wir ja noch. Also das fand ich echt schmuck. Als ich das gesehen habe, war ich wirklich sehr, sehr begeistert. Das Geile ist, ich bin direkt drauf zugelaufen und habe mir gedacht, oh super, yeah, Füße baden. Und dann kam die Meldung, dünnes Eis, plopp. Dann war ich ins Wasser gefallen. Also es ist ein sehr schmaler Grat, sagen wir mal so. Habe ich eigentlich... Oh, guck mal, ich habe meinen Tee wieder mitgebracht. It worked. Sehr schön, wir haben ein Feuer gemacht. Wunderbar. So, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Alkohol rein. So, perfekt. Da brauchen wir erstmal nichts machen. So, zur Feier des Tages werden wir jetzt mal ein bisschen Kalorien zu uns nehmen. Doch, Druftel, es gibt noch dünnes Eis. Also die Meldung gibt es noch. Und es ist offensichtlich so, dass das Eis an dieser Stelle sehr plötzlich sehr dünn wird. Der gute Dosentee, genau. Ah, guck mal, wir haben einen Haken gefunden. Das ist schon echt sensationell. Finde ich echt sehr schmucke. Muss ich schon sagen. Pass auf, wir warten hier mal. Ein Stündchen. Ah, guck mal, ich glaube, der Nebel ist jetzt ein bisschen weggezogen. Das ist schon cool, oder? Auch das, finde ich, macht The Long Dark wieder um einiges lebendiger. Mann, was ist denn heute los hier? Ja komm, zur Feier des Tages teste ich das mal. So, ne? Hier ist quasi dünnes Eis. Und das war der Schritt zu viel. Damn. Freezing. Also es ging wirklich, wirklich sehr schnell. Ich war, sagen wir mal, spontan überrascht. Weil die Meldung kam und ich bin direkt reingefallen. Ne? Da gab es keine Gelegenheit mehr zu reagieren. So, wir schauen mal in die Schubladen und in den Schrank rein. Der Andi schreibt nämlich, plünder mal die Schubladen hier nebenbei. So, und man hat jetzt hier auch eine Anzeige. Ich weiß nicht, ob die vorher schon mal da war, weil es ist echt total lange her, dass ich mal ins Eis gefallen bin. Man hat jetzt hier eine Anzeige, die jetzt überall nur noch nass ist. Wie können... Achso, die Socken haben wir nicht an. Ich wollte gerade fragen, wie können denn die Socken trocken sein und die Schuhe nass? Wie funktioniert das denn bitte? Aber es gibt dann hier auch noch eine Anzeige gefroren. Also ich habe dann beim letzten Mal geguckt, da waren die Socken zum Beispiel zu 6% gefroren. Und dann hilft echt nur, sich hier aufzuwärmen. Ne? Und man hat automatisch eine Unterkühlung, wenn man durchs Eis gebrochen ist. Genau, Andi schreibt das. Man kriegt sofort eine Hypothermie, wenn man ins Eis einbricht. So sieht's aus. Aber es ist schon echt cool. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ich warte jetzt hier gerade nochmal kurz ein Stündchen. Jetzt zieht natürlich ein Sturm auf. Das Ding ist, wir können halt hier echt nicht schlafen. Sonst hätte ich gesagt, komm, lass uns mal... Aber pass auf, wir können das anders machen.
Die Anzeige gibt es schon länger, okay. Der Rucksackinhalt bleibt trocken. Das ist eine gute Frage. Es scheint fast so, ne? Wir haben geistesgegenwärtig haben wir den Rucksack vorher abgeworfen, bevor wir ins Eis gestürzt sind. Ist doch logisch. Wer würde das nicht tun? Wenn er kurz davor ist, ins Eis einzubrechen. Ich würde gerne diesen Blick hier mal bei Nacht gerne sehen. Deswegen würde ich gerne mal kurz... ach komm, wir essen uns jetzt einfach mal satt. Zum Abschluss des Streams essen wir uns jetzt einfach mal satt. Okay, Padre Nostrum schreibt auch, die Anzeige über den Trocknungsgrad gibt es schon mindestens seit 3.2.8. Okay. Da sieht man mal, wie selten ich durchs Eis breche. Ich glaube, das erste und einzige Mal, wo ich ins Eis eingebrochen bin, ist echt schon... Das war noch zu Zweier-Versionen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also, es ist wirklich schon ziemlich lange her. Ach, der Kaffee nützt gar nichts, ne? Wegen dem Erschöpfungsgrad, weil wir... unterkühlt sind. Okram, 58 von 1000 aus überall hin. Vielen Dank. Das ist halt doof, ne? Die Erschöpfung ist echt blöd. Das werden wir jetzt auch nicht mehr loskriegen. Ne? Zumindest nicht, wenn wir nicht schlafen gehen. Trink noch mal einen Kaffee. Ich bin noch nie ins Eis eingebrochen, da weicht man immer schnell zurück. Ja. Ja. Das ist so. Ich habe schon mal in so einer Nacht- und Nebelaktion, im wahrsten Sinne des Wortes, nachts und im Nebel, hier an der Küstenstraße. Ich glaube, das war bei der Challenge, ne? Hier, Wolfsberg, Wrack und dann wieder zurück zum Leuchtturm. War das nicht sogar ein Livestream? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall Nacht- und Nebelaktion. Ne? Mitten in der Nacht im Nebel hier versucht, zum trostlosen Ort zu kommen an der Küstenstraße und als dann die Meldung dann irgendwann kam, dünnes Eis, auch direkt zurückgegangen. Das ist ein Reflex. 38% Zustand. Pass auf, ich riskiere das jetzt mal gerade. Wir warten mal gerade 3 Stunden. Oh, es sinkt nur langsam der Zustand, ne? 37%. 35%. Wir werden nochmal ein bisschen Benz hier so. Das sieht jetzt nachts natürlich durch den Schneesturm auch nicht unbedingt besser aus, ne? Wenn man das so sagen darf. Okay. Sei es drum. Ziel erreicht. Ich wollte ja auf jeden Fall noch hier das dünne Eis zeigen. Finde ich auf jeden Fall auch echt eine nette... Ich mag das, wenn so Nuancen verändert werden, ne? Auch wenn das jetzt eine relativ große Nuance ist, zumindest visuell. Ich mag sowas total gerne bei solchen Spielen. Finde ich echt sehr... sehr, sehr erstaunlich, wenn Entwickler sich über sowas Gedanken machen und dann einfach mal sowas ändern. Finde ich wirklich ziemlich cool. 1% Zustandsverlust bei Erschöpfung pro Stunde. Okay, schreibt der Andi gerade. Das war mir nicht bewusst. So, ich warte noch mal eben, bis wir vielleicht am nächsten Tag ein bisschen schöneres Wetter haben. Das wäre echt ganz, ganz nett. Oh, hier so mit Sternenhimmel, das ist auch super, ne? Aurora habe ich übrigens noch nicht gesehen. Zugegebenermaßen habe ich da auch noch nicht wirklich intensiv drauf geachtet, weil ich echt selten nachts unterwegs war bisher. Hier im Testbild. Habe ich aber wirklich noch nicht wahrgenommen. Warum gehe ich denn immer da rein? Warten, komm, wir warten noch mal 4 Stunden. Mal eben gucken, ob wir vielleicht am nächsten Tag ein bisschen schönes Wetter zu Gesicht bekommen.